Gegen 4 Uhr heute Morgen wurden die ersten Einsatzkräfte für eine ausgelöste Brandmeldeanlage hier in die Müllsortierungsanlage in Flechtdorf gerufen. Beim Eintreffen zeigte sich dann aber, dass es ein Realfall war. Es war Rauchentwicklung festzustellen und offener Feuerschein zu sehen. Und daraufhin wurden dann die notwendigen Einsatzmaßnahmen eingeleitet. Wir haben im Moment im Einsatz rund 200 Einsatzkräfte, nicht nur hier aus Diemelsee, sondern auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden und überregionale Einheiten des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Es sind 3 Drehleitern im Einsatz und die sind hier insgesamt mit der Brandbekämpfung beschäftigt. An dem Ausmaß erkennen, wie viele Feuerwehren hier eingesetzt sind, dass es sich tatsächlich um einen Großbrand handelt, der die Einsatzkräfte hier in Waldeck-Frankenberg fordert. Aber es ist eine gute Organisation und